Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir haben eine weitere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2 und zwar diesmal den guten alten Darth Jar Jar. Use of evil skills are no match for the power of this dark side. Oh Mann, da hat er sogar irgendwelche Kastensprüche wieder eingebaut. Und man sieht die Füße, das finde ich super, super witzig. Warte mal. Können wir das hier irgendwie... Ja, man kriegt die Füße zu sehen. Wie cool ist das denn, dass man sogar den Jar Jar Binks irgendwie richtig mit den Füßen und allem drum und dran da reingebaut hat. Das ist ja super witzig gemacht. So, warte mal, wir lassen ihn mal ganz kurz so stehen und gucken ihn jetzt mal an. Das ist er doch, Darth Jar Jar. Mit seinen gangen Augen und so weiter, ne? Mit seinem Gesicht. Ich denke mal, man kennt den. Und ich denke mal, die meisten von euch dürften auch die Theorie kennen, oder? Diese, ja, für mich eigentlich wirklich sehr dämliche und nicht passende Theorie, dass Jar Jar Binks quasi der Sith Lord ist oder ein Sith Lord, der im Hintergrund quasi alle Fäden zieht und die dunkle Seite der Macht dann quasi gewinnen lässt. Aber ich weiß nicht. Ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er quasi irgendwie so seine Tollpatschigkeit und so weiter alles so vorgespielt hat und dass er in Wirklichkeit alles fies geplant hat. Naja, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet und natürlich auch, was ihr von der Mod haltet, denn wie ich finde, sieht die echt gut aus, oder? Wäre natürlich irgendwo theoretisch so als Spaßmod irgendwie... Ja, hätte man theoretisch einbauen können, ne? Ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie jetzt die Leute bei Disney und allgemein die Verantwortlichen, wie die jetzt dazu stehen würden, dass man so eine ja etwas dämliche Fan-Theorie da einbaut. Aber ich... Der macht ja sogar Jar Jar Binks Geräusche. Aber so ein bisschen witzig ist das ja schon, ne? Und theoretisch als, wie gesagt, als Spaß-Skin quasi, so ähnlich wie der Pyjama-Skin, bloß halt noch ein bisschen sehr viel weiter in die spaßige Richtung getrieben von Count Dooku, der Pyjama-Skin, ist das hier ja schon, ne? Man könnte ja theoretisch sagen, ey, die Fans, ne? Die machen da ja immer so Gags über den ollen Jar Jar Binks, dass der irgendwie der böse Sith Lord ist. Komm, gehen wir das den mal. Einfach so als Funny-Funny-Funny-Mod. Oder als Funny-Funny-Funny-Skin. Und dann könnte man das einbauen, ne? Was hättet ihr davon gehalten? Hättet ihr das gut gehalten oder sagt ihr so, nee, das soll sich schon so ein bisschen ernster nehmen, das Ganze? So ganz abgespaced finde ich doof. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Excuse me. Excuse me, müsste er doch eigentlich sagen. Der Böse. Da sagt er nichts, okay. Ich glaube, beim Kettenblitz sagt er was und bei der mittleren Fähigkeit sagt er auch was. Oh Mann, dieser Jar Jar. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal die dritte Fähigkeit. Einen Moment. Aha, da sagt er doch nochmal was. Also das ist immer witzig, wenn die ihr eigene Sprüche einbauen. Ich finde das cool. So, einmal noch den mittleren Spruch, gucken wir nochmal. Na, okay. Alles klar. Gut, damit würde ich aber sagen... Okay. Damit würde ich aber sagen, das war's mit dem guten alten Darth Jar Jar. Ich will ihn aber noch einmal richtig ins Licht rücken hier. So, da müsste man ihn doch schon eher sehen. Ja, das war's mal wieder mit dem guten alten Darth Jar Jar und dieser Mod. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.